Ja, sensationell. 2000 Menschen hier in der Halle, die 3 Stunden lang engagiert diskutiert haben mit 3 hochkompetenten und wie ich finde außerordentlich auch sympathischen und gewinnenden Persönlichkeiten. Das ist gelebte Demokratie. Ich glaube, das war schön und interessant für alle, die dabei gewesen sind. Jetzt haben wir noch weitere 3 Regionalkonferenzen. Es bleibt also spannend. Ich möchte sagen, immer dran denken. Nach dem 7. kommt der 8. Dezember. Und dann haken wir uns alle wieder unter nach diesem sportlichen Wettkampf. Und es ist dann auch gut, wenn es in 10 Tagen alles rum ist. Ich sage Glück auf unseren 3 Kandidatinnen, Kandidaten und Glück auf der CDU Deutschland.